Uhu, meine lieben Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer spannenden Runde Sons of the Forest. Kelvin ist auch hier mittlerweile am Lagerfeuer eingetroffen. Wir betrachten noch einmal kurz unser Schlachtfeld und sehen mal zu, dass wir weiterkommen. Wir wollen ja schließlich noch kurz nach Hause und dann noch ein bisschen auf Bluttour gehen. Aber ich bin ehrlich so, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und das Einzige, was ja noch gefehlt hatte, war ja unsere Virginia. Und die haben wir jetzt schon mittlerweile gefunden. Und damit sind wir eigentlich komplett mit unserer Story. Darauf wollte ich ja noch hinaus. Und demnach kann man eigentlich das Endgame angehen, bin ich der Meinung. Ne? Vielleicht sollten wir das sogar langsam mal machen, dass wir jetzt so kurz nach Hause gehen, uns ein bisschen an Rüstung und Waffen eindecken. Dann gehen wir noch mal kurz ein bisschen die Schneehöhlen looten, weil die eh auf dem Weg liegen. Und begeben uns mal in Richtung des letzten Bunkers, ne? Würde ich meinen. Wäre mal eine Idee. Wir haben noch einen halben Topf Dreck gerade bei. Ich überlege, dass man sich mal eine Portion reinpfeift. So, ja, das wäre der Plan. Dann würde ich sagen, bevor es hier wieder losgeht, weil Kelvin macht schon wieder den Blitzemann und lässt mich hier wieder alleine stehen. Der feige Hund. Würde ich sagen, düsen wir mal los. Aber ich glaube, Kelvin ist sogar schon in die richtige Richtung gerannt. Wir sollten mal gucken, dass wir ein bisschen auf dem Weg bleiben vielleicht. Und dann vorne einfach rechts abbiegen Richtung Meer. Ich glaube, das ist der beste Weg. So machen wir das. Also, wir nehmen mal hier unser Katana in die Hand, damit wir ein bisschen besseren Überblick haben. Ach ja, das Dorf. Da kommen mir gerade Erinnerungen hoch. Da war doch mal was gewesen, letzte Folge. So. Da kommen wir wieder auf den Weg, hoffe ich doch gleich. Ja. Ist das der Weg? Nee, das ist der. Also ist echt schwer, den Weg zu erkennen hier in dem Schnee. Aber ist auch noch nicht der Weg. Hier ist der Weg. So. Jetzt hier müssen wir dann rechts abbiegen, ne? Dann kommen wir eigentlich hier direkt zum Meer runter. Da sind wir schon fast zu Hause. Also mit dem Roller geht es recht schnell. Ist eigentlich auch gar nicht so weit der Weg, ein Glück. Aber ohne Roller müssten wir schon wieder eine ganze Weile laufen, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube, wenn man springt, wird man immer noch ein bisschen schneller, so. Im Sprung. Man kann auch so eine Art Doppelsprung hinlegen, aber ich habe das noch nicht raus, wie genau. Ne? Ja, hier haben wir schon alles geöffnet. Hui. Hui. Oh, oh. Mal hier rüber? Ja. Sehr schön. Weiter geht's. Wir sind so gut wie daheim. Dor Häme. Vielleicht sollten wir hier schon mal hoch. So, mal schnell kurz hochgehüpft. Oh ja, unser Heim. Trautes Heim, Glück allein. Lass uns rein in unser Heim. So. Das erste, was wir machen, ist kurz den Roller wegpacken. Jetzt, guck mal, wir haben eine ganze Menge Fressen mitgenommen. Saufen können wir eh nicht. Alles gefroren. So ein Shit. Wir gucken mal gleich oben wegen der Tech-Rüstung. Ich glaube, die müssen wir auf jeden Fall einpacken. Wir haben eigentlich so gut wie kaum was an Rüstung. Ja, da braucht man eine ganze Menge. So, und da wir schon ein bisschen was gelootet haben auf dem Weg, so brauchen wir gar nicht mehr so viel einpacken eigentlich. Ich würde sagen, auch an Essen und Trinken brauchen wir gar nicht denken. Das ist alles zweitrangig. Was wichtig wären, sind halt hauptsächlich die Bomben und die Granaten. Da könnte man noch 8 Stück einstecken. Auf jeden Fall. Ne, Pfeile müssen wir noch mitnehmen. Kohlefaserpfeile, 3D gedruckte Pfeile. Armbrustbolzen auch noch. Also so ziemlich alles an Speicherplan haben wir massig. Ja, Leiterplatten findet man und so. Und Bomben können wir notfalls dann noch nachbauen. Konservendosen. Eigentlich alles soweit da. Wir gehen mal kurz an unser Pfeillager und stecken uns mal hier so ein paar ein. Ich weiß gar nicht, wie viel wir tragen können.
Aha, okay. Gut, so viel zu dem Thema. So. Ja, soll ich die wieder aufsammeln hier? Geht es eigentlich überhaupt? Dann müsste ich mal. Wie viele Kohlefaserpfeile habe ich? Ich glaube, 20 kann ich tragen. Ja, voll. 15 Armbrustbolzen nur. Das ist ja Lacher. Ist ja gar nichts. Okay. Dann haben wir soweit alles voll. Hier sind ja auch noch Pfeile. Und Armbrustbolzen. Aber haben wir ja voll. Ne? Leiterplatin finden wir. Medizin. Haben wir nur eine? Wir stecken uns mal noch eine ein. Batterien haben wir gar nicht. Das heißt, wir nehmen uns mal ruhig 4 Batterien mit. Ich glaube, kann nicht schaden. Molotow-Cocktails haben wir voll. Dann würde ich sagen, suchen wir uns mal kurz noch die Granaten. So, haben wir Granaten voll. Oder braucht man nicht. Powerriegel, Fleisch, Fisch haben wir eigentlich alles genug bei. Sogar viel zu viel eigentlich. Das Trockenzeug kann man eh kaum fressen. Sollte man auch vermeiden, vielleicht, wenn man mit Wasser Probleme hat. Wie wir jetzt gerade, weil wir unsere Schildkrötenschalen nicht nutzen können. Denn das getrocknete Zeug, das zieht einem eine ganze Menge von dem Trinken ab. Also man kriegt tierischen Durst dadurch. Also lieber nicht so viel getrocknetes Essen. Dann eher so hier Müsli oder fertig Nahrung. Happy Meal, sage ich immer dazu. Oh ja, Münzen. So Austern, ey. Die haben wir auch irgendwie noch nie irgendwie gefuttert, ey. Ist auch nicht unbedingt der Hit. So, das nehmen wir mal mit. Ja, sind wir gerüstet soweit, ne? Wir müssen mal gucken wegen Munition. Schrotflintenmunition haben wir gar nicht mehr. Wir werden zwar ein bisschen was finden, aber ich weiß, dass auf jeden Fall noch Flintenlaufgeschosse drin sind. Die werden wir noch eine ganze Menge finden. Und in dem einen Raum im Bunker, da werden wir dann mal, wo wir schlafen können, einen kurzen Stopp einlegen. Ja, Näheres denn dazu, wenn wir da sind. Jetzt erstmal hier, könnte ich meinen, können wir eigentlich aufbrechen. Ja. Und jetzt ist die Frage, gehen wir zu Fuß oder wie machen wir das denn? Weil das ist eigentlich da jetzt geradezu vielleicht gar nicht so weit. Na gut, doch bis an der Höhle vorbei und alles. Aber eigentlich müsste man es allein aus nostalgischen Gründen, weil wir ja jetzt eh, hätte ich fast die Rüstung vergessen, weil wir ja eh wahrscheinlich Richtung Endgame aufbrechen werden. So. Mutantenrüstung hatten wir gar nicht auf Lager. Sehr gut. So ein Scheiß. Seile, glaube ich, finden wir auch genug. Da brauchen wir vielleicht gar keine mitnehmen, weil wir auch eh nichts craften, außer Knochenrüstung vielleicht. Und so viel Knochenrüstung werden wir gar nicht brauchen, weil wir ziemlich viele Mutanten erlegen werden. Wir werden ja hauptsächlich von Mutantenrüstung leben, denke ich. Mal schauen. Ja. Seilrutschenseile brauchen wir auch nicht unbedingt. So, noch einmal die Idylle schön genießen. An unserer geilen Base hier. Die wir eigentlich. Wir haben wirklich einen richtig geilen Spot gefunden hier. Kann ich irgendwie aufs Dach? Hier aufs Dach. Nein! So viel zum Thema, man kann auch schlaue Sachen veranstalten. Ich wollte doch vom Dach eine bessere Aussicht haben. Ach so, ich Idiot. Vielleicht hätte man es so machen müssen. Ja, noch einmal überschauen. Schade, dass Winter ist. Wobei, so winterlich hat es auch ein bisschen was. Jetzt müsste das Lagerfeuer noch brutzeln da unten. Ja, ne? Denn viel geschafft haben wir hier an unserer Base, muss ich sagen. Ich bin echt stolz auf uns. Ne? Fleißig waren wir. Und ein Dank geht raus an euch alle, die ihr hier mit mir durchgehalten habt, bis diese Folge. Und hoffentlich auch natürlich noch die letzten Folgen noch gucken werdet. Es werden noch einige werden, denn es ist noch ein weiter Weg bis zum Ende. Ein paar Folgen kommen auf jeden Fall noch. Aber ich habe mir gedacht, so nostalgisch wie es ist, weil es gerade, weil wir hier auch in der Base das letzte Mal jetzt sind, wir werden nicht mehr zurückkehren erstmal. Gucken wir uns noch einmal alles um. Schauen uns an, was wir hier noch fabriziert haben.
Die Falle, die wir ja schon in Aktion gesehen haben. Und ich sag nur das komische Ding auf vier Arme, was dann letztendlich dann doch durch die Falle erlegt wurde. Ich habe es mir im Video nochmal angeguckt. Ja, unser Carport eigentlich auch schön gelungen, ne? Also kleines Volk, kleine Sitzecke. So, vielleicht hat man hier hinten das ein bisschen abgrenzen können fürs Auto, dass man das dann so abgegrenzt parkt. Die Ecke hier, die Feuerecke, vielleicht weiter nach rechts rüber. Ja, es sind so kleinere Ideen. Wenn man die wieder umsetzen würde, das wäre auch wieder eine ganze Zeit lang. Aber ich würde sagen, auf sowas konzentrieren wir uns dann, wenn wir nach dem Endgame überlegen, ob wir hier noch weitermachen. Denn es juckt ja auch ein bisschen. Der nächste Patch steht eigentlich schon fast vor der Tür. Ich glaube, eine Woche noch. Und da möchte ich natürlich dann vielleicht auch mit dem neuen Patch die neue Staffel beginnen. Mal gucken, ne? Also, wir müssen mal schauen. Oder zumindest kurz danach, ne? Dass der Patch dann nicht ganz zu alt ist, wenn wir die neue Staffel starten. Das Motto, ja, die To-Do-Liste steht noch auf dem Plan. Allerdings sind die Punkte jetzt nicht ganz so zahlreich, dass ich glaube, ich müsste noch ein bisschen länger überlegen und mir noch ein paar mehr Punkte einfallen lassen. Das soll ja nur auch wirklich, es soll ja ein Erlebnis sein. Soll ja ein bisschen was bringen. Deswegen werden wir einfach irgendeine Staffel zwischenschieben. Da lasse ich mir ganz kurzfristig noch was einfallen. Aber ich würde sagen, auch wir laufen mal einfach mal los. Calvin wird schon hinterhergescheißert kommen irgendwann. Und Virginia, die lässt sich auch noch blicken. Ich glaube, die kommt auch noch. So, wir folgen erstmal diesem Fluss jetzt bis zum Ursprung. Glaube ich. Komm, nimm mal das Katana raus, dann wackelt das GPS nicht so. Ja. Ne? Also wirklich den Fluss bis zum Ende folgen. Und da oben ist dann die Höhle. Da möchte ich mal kurz reinlupen. Mal gucken, was da so alles abgeht. Ach ja, hier war es ja ein bisschen flach. Ja, Seilbahnsystem. Gut, da haben wir jetzt kein großes gebaut, so nur das Wichtigste, was wir brauchten, ne? Ich habe ja auch noch einen privaten Spielstand. Da habe ich zum Beispiel wirklich alles mit Seilbahn verbunden, was geht. Ist eigentlich auch ganz lustig, wenn man so innerhalb von 2, 3 Minuten wirklich über die ganze Insel huschen kann. Und wirklich auch zielgenau. Gut, mit dem Gleiter geht es ja auch, aber man muss halt mit dem Gleiter muss man immer wieder einen Startpunkt haben, ne? Wo man oben runterstürzen kann. Das braucht man mit der Zipline nicht. Ja, die wird gezogen, dann wird da einfach mal lang gerutscht. Da ist auch schön idyllisch hier so am Bach, das Plätschern, die knatschenden Schritte im Schnee. Ja, Schritte haben sie eh ganz gut gemacht, finde ich, ne? Auch jetzt untergrundabhängig. Ich glaube, wir gehen mal hier oben lang. Ich dachte, ich habe was gehört. War wohl nicht so. Oder das waren meine eigenen Schritte. Ich sehe auch gerade, wir frieren gar nicht, ne? Da steht zwar, dir ist kalt und du bist nass, aber wenn ich auf die Anzeige gucke unten rechts, dann sehe ich da nicht viel von frieren. Ich glaube, der Pullover hat doch schon sein Gutes dazu. Der Smoking war auch gut, aber der Pullover ist, glaube ich, einen kleinen Ticken besser bei Schnee. Und jetzt laufen wir durch den Schnee und gehen in ein Schneegebiet. Auch lustig. Man sollte meinen, so andere Leute sitzen schön am Lagerfeuer, grillen sich ein schönes Stückchen Fleisch, plauschen mit den Angehörigen, mit den Lieben, mit den Freunden. Boah, und wir latschen uns die Füße wund. Oh, es hat gerade ein bisschen geruckelt. Das ist mal so ein Anzeichen dafür, dass da irgendwas nachlädt. Vielleicht Gegner oder so. Vielleicht Mutanten. Ich weiß es nicht. Wir haben ja nun auch schon einige Höhlen geöffnet. Und da müssten ja Mutanten eigentlich doch schon öfters mal hier rumrennen. Da waren ja auch an unserer Base, waren ja schon welche, also Babys und so, waren ja auch schon da. Und aber ich meine jetzt hier auf der Karte selber, ne? Die sind dann auch vermehrt unterwegs. Je weiter fortgeschritten das ist im Spiel. Die trauen sich auch nicht raus bei der Arschkälte. Hier, die Eingeborenen.
Die sitzen zu Hause schön am Lagerfeuer, nur wir sind die Doofen, dass wir hier wieder rumscheißern. Was ist denn das? Ach so, da ist ein Pelz im Baum. Ich dachte gerade, hä, ist das jetzt eine Art neue Plattform von den Eingeborenen oder was? So ein Ausguck? So, ja, jetzt kommen wir langsam ins Bergige. Jetzt wird das langsam hier. Haben wir eigentlich was jetzt mit Stöcker hier eigentlich, ne? Wir müssen ja bestimmt noch irgendwann mal ein Lagerfeuer machen. Da sollten wir uns ein paar Stöcker gönnen. Geht schnell hier, ein Glück. Ja, hier liegen genug rum. Ein Lagerfeuer reicht auch schon eigentlich. Aber wenn wir schon mal gerade dabei sind, dann machen wir sonst auch voll. So, das müsste es gewesen sein. Sehr gut. So, ich schau mal gerade auf die Uhr. Oh. So, zeitig am Tag unterwegs, ne? Haben wir noch ein bisschen Zeit heute. Man kann das gar nicht einschätzen, die Uhrzeit durch die Schneefall und alles, ne? Das ist jetzt erst gerade mal 12 Uhr mittags ist gleich. Sieht nicht so aus. Durch den Schnee und so hätte ich jetzt gedacht, das geht auch am Abend schon wieder zu. Oh, Spinnnetz. Haben sie auch gut gemacht, ne? Auch nicht schlecht. Ja, ich muss mal wieder sagen, das Panorama hier ist einfach geil. Also, da haben die was hingezaubert. Gut, jetzt mit dem Schnee sieht man nicht so viel davon, aber das ist schon ganz geil. Das ist wirklich sehr idyllisch. Ich kann mir vorstellen, so wenn man hier so ein friedliches Spiel spielt, also so ohne Gegner und so, und man baut hier schön sein ganzes Leben auf, kann man echt ewig hier drin verbringen. Viele Spielstunden. Aber so pusht einen hier natürlich die Story voran auch. Wenn man denn schon mit Gegnern spielt und so. Aber gut. Gucken wir, ob wir hier hochkommen, ne? Aber es geht schon. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen darüber. Sollten wir vielleicht. Ja, da oben kommen wir rüber. Guck mal, bestimmt. Ja, jetzt wird so Nationalpark. Müssen wir ja auch noch hochklettern, oder was? Scheiße, ich glaube ja, wa? Kommen wir hier hoch? Wir sind doch eine Bergziege. Sage ich immer. Hatten wir doch voll. Mensch, sei nicht so gierig, hatte. Oh, ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind, ehrlich gesagt. Aber eigentlich sagt ja, die Höhle ist da in die Richtung. Ist es das beabsichtigt, dass man sich hier hochkämpfen muss? Durch die ganzen Berge? Ich glaube ja, ne? Guck mal, der Fluss weist mir den Weg. Wo ein Fluss, da ein Weg. Ach, ich weiß, wo wir sind. Das hier, meine lieben Freunde, ist einer der Spawnpunkte, ne, wo man abstürzen kann mit dem Hubschrauber. Hier sind Fische. Wollen wir Fisch mitnehmen? Wir haben so ein getrocknetes Ding. Können wir lieber frischen Fisch essen? Der macht keinen Durst. Pack mal kurz das GPS weg. So, einen zweiten wollen wir noch. Da war gar keiner, wa? Farsche. Kann doch nicht nur ein Fisch gewesen sein. Komm. Ich weiß, hier sind mehr. Ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Aber da liegt es daran, dass Winter ist. Dass die im Winter einfach keinen Bock haben, die Fische. Kann ich ja verstehen, ne? Ist halt scheiße bei dem Wetter. Ja gut, wir haben auf jeden Fall schon mal eine schöne Mahlzeit. Überlege ich, ob man sich hier nachher schön kocht oder so. Oder ob man einfach mal lecker Sushi im Winter. Ist auch was Feines.
Nee, lasst uns mal den Fisch zelebrieren. Ich glaube, wir sind da, ne? Das ist das hier. Sonst gibt es hier weiter nichts, das ist nur diese Höhle und Zelt. Okay. Oh, Medizin. Sehr schön. Stopp. Wieso habe ich eigentlich immer noch den normalen Bogen? Warum hat mir das denn noch keiner gesagt, dass ich den noch nicht belegt habe? Jedes Mal, wenn ich auf die 3 drücke, habe ich jetzt immer die Krumpe benutzt, ne? So ein Scheiß. Ja. Den will ich haben. So. Ja, und hier ist die Höhle. Tatsache. Da schauen wir gleich mal rein. Gucken wir noch, ob hier irgendwas Interessantes liegt. Aber es ist halt doof, mit dem Schnee sieht man nicht, wenn da was liegt. Aber hier liegt komischerweise gar nichts. Hallo? Ist da wer? Dem geht's nicht so gut. Hallo? Hier ist nix. Looten ist angesagt, meine Lieben. Sehr schön. Das ist ja was Feines. Ne, Stäffchen. Draht und Münzchen. Aluhul. Sehr schön. Aber das war's auch schon, ja? Tatsache. So, jetzt ein schönes Stück Fleisch. Njam, 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 njam. Oh, zittert doch nicht so. Habe ich jetzt den richtigen erwischt? Ja. Der hat so rumgezittert. Gar nicht so leicht, da was rauszusuchen aus dem Inventar. Ah, lecker Fisch. Lecker Fisch, Eintopf. Ach, Eintopf, ja. Müssten wir den Crack auch noch leeren, damit wir noch welchen nachkochen können. Wir müssen auf jeden Fall unbedingt Wasser mit reinnehmen. In den Bunker, ich weiß gar nicht, ob es da drin Wasser gibt. Und so einen Topf voll mit Wasser mitnehmen. Besser ist das, sag ich mal. Was ist denn hier eigentlich mit Gegnern? Kommen hier Gegner her? Oder wenn, kommen die überhaupt hier rein? Hätte man hier drin seine Ruhe? Ich weiß ja nicht, ob die NPCs hier reinkommen. Virginia und Kelvin vielleicht. Dann könnte man hier drin schön ein bisschen was aufbauen, so. Kleinen Tisch, Stühle hin, Fackeln an der Wand. So wie so ein kleines Wohnzimmer. Muss mal kurz was gucken. Also Fackeln würden schon mal gehen, teilweise. So nicht überall, aber passt. Das würde vielleicht klappen. Mal ganz kurz was gucken. Nur gucken, nur gucken. Ich baue nichts. Ich will nur schauen. Jetzt alle schon wieder so. Ah, nein, er fängt schon wieder an. Sache, es würde gehen, ey. Auch lustig. Höhlenkind. Der brät aber ganz schön lange, der Fisch. Hallo Fisch. Einen Schluck Dreck haben wir noch. Und eine volle Flasche Wasser. Aber ich würde sagen, den nächsten Durst stillen wir erstmal mit einer Energy Drink. Kann nicht schaden. So, halb eins, ey. Oh, der Fisch. Guck, Fisch. Dann lass dir mal schmecken, mein Bester. Dann ist das nämlich auch wieder voll. Und für das Trinken hau dir mal jetzt eine Soda rein. Dann sieht das auch wieder ganz geil aus. Wir haben jetzt Mittag. Das heißt, wir haben noch einen halben Tag lang zu laufen. Bis vor es dunkel wird.
Das müssten wir vielleicht schaffen zur nächsten Höhle hin, weil da gibt es natürlich jetzt wieder eine Höhle, wo wir noch nicht waren, und da würde ich vielleicht auch noch mal ganz gerne vorbeischauen. Die ist da links rüber, also jetzt geradezu nach oben hin, auch in den Bergen. Da müssen wir oben durch die Berge durch. Ich weiß gar nicht, ob man direkt oben drüber kann einfach. Ich würde sagen, wir finden es raus in der nächsten Folge, meine Lieben. Und deswegen würde ich sagen, war es das hier. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen wart, ne? Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und mir auf jeden Fall wieder mal. Es geht langsam voran Richtung Endgame. Ich bin ein bisschen kribbelig und ich hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, ne? Wenn es hier weitergeht bei Sons of the Forest. Bis dahin erstmal. Tschüssi.